Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Let's Play von Super Mario Bros. 2. Wir nehmen Mario und starten direkt in die neue Mission los, Level 3.3. So, das sind wir gleich mal hier in einem netten Cave unten. Das gibt es hier einen fetten Scheiger erstmal. Ja, ich finde es eigentlich sogar geil, dass man für diese Game Boy Version, also Game Boy Wars statt dieses Nintendo da, dass man da wirklich das hier dazu erfunden hat, dass da so große Gegner sind. Ja, die hat man ja mit eingebaut. Finde ich ganz praktisch. Da kann man schon mal ganz leicht so, ja, wie heißt's? Jetzt muss mir erstmal einfallen, was ich sagen wollte. Ah, scheiße, gleich sterbe ich wieder. Da kann man sich ganz leicht Herzen abgreifen. So, und ich kann euch versprechen, hier kommt ein richtig großes Cave-Level auf uns zu. Es ist wirklich groß, ich kann es euch versprechen. Ja, jetzt holen wir uns aber erstmal hier ein paar Leben. Dazu gibt es ja diesen Panzer. Und da kann man jetzt erstmal diese komischen Viecher da unten alle abschießen. Wieso bin ich eigentlich gerade gestorben? Ich habe es gar nicht aufgepasst, verdammt. Okay, gut, dann schauen wir uns nochmal alles an. Wir sind nochmal hier drinne, probieren alles nochmal. Und ich habe diesmal... Oh, scheiße. Wow, Alter. Aber das hat jetzt kein Leben gegeben, oder? Boah, fuck, Mann. Ich habe eine Bombe ausgegraben. Alter, da kann man gar nicht mal so schnell reagieren eigentlich. Voll scheiße eigentlich irgendwie, ja. Nochmal, aber diesmal bitte mit Erfolg ein bisschen. Ja, ein bisschen Erfolg wäre diesmal schon ein bisschen nice gewesen. Hier, da können wir uns erstmal einen Bonus rausziehen wieder. Ein Pilz gibt es natürlich nicht, war natürlich sonnenklar, aber ist scheißegal. Wow, 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 haut ab. Ich mag euch nicht, ich mag... Ah, verdammt. So, jetzt da. Jetzt könnt ihr von mir aus kommen. Jetzt ist mir scheißegal, weil jetzt bin ich da, ich bin der King. Und ich bin da. Ich bin back. I'm back. Ja. So, jetzt gehen wir hier nach oben mal. Wow, Alter, so viel Herzen, ne? Den Powerblock möchte ich haben. Denn dann werden die hier alle zerstört. Okay, finde ich schon mal echt nice. Und jetzt müssen wir... Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo geht es denn weiter? Also den Gegner können wir erstmal wegmachen. Ich glaube, hier diese Sonne da kann ich abwerfen. Genau. Ist der noch da drüben? Okay, der ist noch da, weil ich brauche dich leider nochmal, Kumpel. Bitte komm nochmal mit. Ich brauche dich nochmal, um hier den hier noch voll abzuwerfen. Geile Sache und wir können weitergehen. So, da Hanna geht es jetzt erstmal ganz weit nach oben, wie soweit ich weiß. Genau. Da müssen wir jetzt erstmal einen ganz langen Weg nach oben laufen. Den kann ich auch eigentlich gleich durchrennen. Aus diesen Rohren werden immer wieder neue Shy Guys kommen. Also das wird endlos sein. Die werden nicht aufhören, die werden die ganze Zeit nochmal rauskommen. Aber deswegen gebe ich jetzt einfach mal Vollgas. Was haben wir da drinne? Oh, Riesenshell. Okay, die kann ich dann später auf dem Rückweg mitnehmen. Ich würde jetzt eigentlich gerne nur diesen Schlüssel hier haben wollen und sonst gar nichts. Dann gehen wir gleich mal durch die Tür, legen den Schlüssel kurz ab, weil ihr wisst es, diese Viecher hier, die werden übelst schnell aggressiv und vor allem, ja, die sind nicht so gut gelaunt, vor allem, wenn man denen ihr Zeug klaut. So, jetzt laufe ich mal hier durch, dann zerstört der die gleichzeitig für mich ein bisschen. Jetzt werfe ich es wieder kurz weg. Jetzt nehme ich es wieder und einfach schnell Vollgas geben, schnell nach unten, ey. Ich habe keine Ahnung, wann der kommt oder wo der kommt. Habt ihr ihn schon gesehen? Bitte nicht, denn ich will den das gar nicht mal zu Gesicht bekommen. Der geht mir sonst wahrscheinlich sowieso wieder auf die Nerven. So wie sonst auch. Oh scheiße, die Shell wird jetzt die ganze Zeit hier hin und her geschickt. Und wie soll ich die jetzt stoppen? Hm, mit dem da, oder? Nein, die kann man gar nicht mehr wegmachen, scheiße. Und die da auch nicht. Oh scheiße, Alter, ich bin hier mitten in der Koopa-Invasion. Nicht Koopa, Entschuldigung, natürlich Scheiger-Invasion. Danke für das Leben. Gut, hier kann ich mir jetzt viele Leben holen. Ah, scheiße, die kommen hier ständig raus ohne Pause. Leben und weg. Leben. Weg. Weg. Einfach nur weg hier, verdammt. Oh scheiße, und dieses komische Viech, der hat mich gekillt, ihr habt es gesehen, dieses Monster, diese komischen Goldköpfe da oder was auch immer. Gut, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt muss ich leider den ganzen Weg nochmal nach oben gehen. Aber hier kommt, soweit ich weiß, ein Leben raus. Dankeschön, da bin ich schon mal etwas aufgeheitert, dass ich nicht ganz so schlimm getroffen wurde an der Seite. Naja, immerhin bin ich noch nicht ganz am Ende, ich habe natürlich schon ein paar Leben auf dem Weg verloren. Ist eigentlich ziemlich mies, ziemlich schlecht, aber ich bin noch nicht so weit am Ende, dass ich jetzt sage, okay, ich gebe volle Kanne auf, ey. Wenn das Let's Play wirklich irgendwann zu schlecht wird, wenn ich zu lange brauche oder wenn irgendwas Schlimmes passiert, keine Ahnung, werde ich es höchstwahrscheinlich auch abbrechen müssen, aber ich denke mal, jetzt bin ich noch ganz gut dabei und dann kann ich es auch noch lassen.
Den Schlüssel muss ich natürlich jetzt immer rechtzeitig ablegen, ansonsten habe ich Pech gehabt einfach. Entschuldigung, ich habe wieder ein bisschen heisere Stimme heute. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ist auf jeden Fall nicht gerade mein Tag heute, glaube ich. So, Schlüssel kurz ablegen. Denn ich will ja nicht Selbstmord begehen. Die Viecher, das ist wie Selbstmord, wenn ich mich hier opfer für die Viecher. Nein, nein. Aber es ist sehr, 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 sehr tödlich. Wenn man diesen Viechern auch nur ansatzweise begegnet. Ich will den gar nicht mehr begegnen. Ich will einfach nur weg einfach. So, und der Shellpanzer ist auch weg. Okay, wir können zurückgehen und dann lege ich gleich mal das Ding hier ab. Und das Schloss ist ja etwas weiter vorne. So. Gehen wir nochmal ein Stück. Und, ja Mann, wir sind drinne. Weiter geht's hier. Da kommt man jetzt mit dem Super Jump hoch. Das wisst ihr, genau, dieser Super High Jump, wie auch immer ihr das nennen wollt. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, ist eure Sache. Und meine Sache natürlich auch, weil jetzt muss ich gucken, dass ich hier diese Scheiße irgendwie überstehe, ohne gleich drauf gehen zu müssen. Wäre schon nice, wenn ich nicht gleich sterbe. So, manche fahren natürlich ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer rum. Hängt ganz drauf, das hängt von den Viechern selber ab, keine Ahnung, was, wie die das hier machen oder keine Ahnung. Wow, ich lebe. So, du bist weg. Und jetzt muss ich nur noch in diese Tür rein. Yes, Mann, ich bin ziemlich weit gekommen bis jetzt. Jetzt muss man nochmal nach oben. Da oben gibt es jetzt nochmal was zum Holen, nämlich. Oder da geht's weiter, ich weiß es nicht. Jetzt nehme ich mal den Vogel hier mit. Da kann man genau erstmal die hier abwerfen. Die wären mir wahrscheinlich so oder so auf den Geist gegangen. Also kann ich ja eigentlich noch recht zufrieden sein. So, jetzt klettere ich mal hier nach oben. Da haben wir... Oh nein, da haben wir diese Pflanzen, ne? Geil, Mann, Alter. Ich hab's überlebt beim ersten Mal. Beim ersten Mal gleich, ohne Witz. Da drin scheint es, glaube ich, weiter zu gehen. Sicher bin ich mir nicht. Ich werde es aber auf jeden Fall überprüfen. Schauen wir mal, was da drinne ist oder keine Ahnung. Schauen wir mal, ich weiß nicht, ob es da weitergeht, ob es unten weitergeht. Ich bin da jetzt komplett nicht orientiert. Also unorientiert sozusagen. Mist. Mist, Mist, Mist. Danke für das Leben, danke. Jetzt bin ich schon mal ein bisschen geheilt. Jetzt geht's hier nach oben. Okay, scheiße, wie komme ich da jetzt weiter? Oh Mann, Alter. Das sind ja voll die Monster hier, Mann. Alter, die sind so gefährlich geil drauf, ich schwöre. Ah, Mann, Alter. Wenn ich dieses Level schaffe, dann geht echt die Party ab, Alter. Jetzt komm schon. Du schaffst das. Du bist stark. Nein, du bist nicht stark. Du bist gar nicht stark, Mann. So wie es aussieht, hat der doch wohl nichts drauf. Oh doch, Alter. Da geht's ganz hoch und da drin muss irgendwas... Oh Mann, wenn ich da drin bin, dann hat's schon mal abgespeichert, weil der Hunter darf ich nächstes Mal dann auch weitermachen, das weiß ich schon. Und ich höre schon Bossmusik. Geil, 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 einfach nur. Das heißt, jetzt müssen wir noch einen Boss besiegen und dann sind wir auch schon wieder fertig, glaube ich. Das wird wahrscheinlich... Was, nicht mein Boss, oder? Ah doch, es ist dritte Welt, das heißt, jetzt kommt noch ein Boss hinterher. Oh scheiße. Aber was für einer. Oh Mann, so ein Birdo-Roboter, Alter, der ist auch ganz neu. Alter, der ist auch neu. Fuck, Mann. Ist das ein... Was ist das für ein Monster, Alter? Der ist aber auch neu. Der kann so riesige Eier schießen, Alter. So richtig übermütige, fette Eier. Leck mich am Arsch. Hast noch mal eins für mich? Komm schon. Ja, passt doch schon gerade schön so zur Osterzeit mein Ei drauf, komm. Wow, Stampfeffekt. Wusste ich noch nicht, okay. War mir auch noch ein bisschen neu. Leben gibt es noch für mich, okay. Ja, jetzt schieß mal ein Ei, Alter, komm. Scheiße, Alter, wie will ich den jetzt fertig machen, Volz? Alter, ich weiß es nicht. Jetzt da. Nein, Alter, das Ei hat mich gerade getötet. Scheiße, Mann. Okay, jetzt glaube ich, sind wir direkt beim Boss. Hoffe ich mal zumindest, genau. So, erstmal ein Leben her, vielen Dank. Das wär schon mal das Erstwichtigste. Das nächste wäre, dass ich jetzt irgendwie dreimal irgendwie das schaffe, den hier abzuschießen, ohne dass der mich killt. Deswegen kannst du jetzt mal ein bisschen... Scheiße, Mann, der killt... Alter, der macht mich hier fertig, das gibt's gar nicht. Jetzt schieß mal ein Ei, komm. Schieß mal ein Ei. Wow.
Das ist ein fettes Ei, Alter. Alter Walter, das sind fette Eier, Mann. Natürlich jetzt nicht im perversen Sinne gemeint. Ich bin kein Perversling. Hoffe ich zumindest. So, zwei sind weg, zwei Leben sind weg, geil. Ein einziges fehlt noch. Scheiße, komm. Das werde ich doch noch voll über die Reihe bringen. Wirf ein Ei, bitte. Komm schon. Oder hat der mehr wie drei Leben? Nein. Doch, der hat mehr wie drei Leben. Der hat mehr. Aber ich lebe. Wow, Alter, ich habe gerade so mit Dusel überlebt noch. Hat der 5 Leben, 4 Leben oder was hatten der, Alter? Der hat noch ein fünftes Leben. Scheiße, Alter. Mann, jetzt reicht's aber langsam. Alter, der rastet hier richtig aus, Junge. Der sieht hier richtig krass aus gerade. Schießen Ei. Willst du kein Ei mehr schießen, ey? Du willst nur noch ausrasten, ey. Mann. Das Let's Play wird sich ein bisschen in die Länge ziehen, ihr merkt es schon, Leute. Das war jetzt hoffentlich das Letzte. Ja, Mann, ich hab's gepackt, Leute. High Five. Ja, in diesem Sinne natürlich gemeint, High Five. Ja, das wär's für diese Stage, beziehungsweise für die dritte Welt. Mein Gott, die war jetzt richtig hammergeil schwer irgendwie. Ein Bonus haben wir noch rausgezogen, genau. Oder leider kein Leben. Wir haben drei Leben in dieser Stage verloren. Nächstes Mal beginnen wir die vierte Welt. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wir sehen uns dann.